Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Leaderboard Stocks TV. In diesem Sommer hat es sich definitiv nicht gelohnt, sich mit der Börse zu beschäftigen. Soll ich Ihnen sagen, was eine sehr deprimierende Erkenntnis ist? Wenn Sie feststellen, Sie hätten mehr Geld auf dem Konto, wenn Sie den ganzen Juli irgendwo in einem 5-Sterne-Hotel am Pool gelegen hätten, als im Büro 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag Research betrieben. Das ist ein sehr bescheidenes Gefühl, trifft aber auf mich in diesem Juli zu. Ich erzähle Ihnen gleich warum. Unsere heutigen Inhalte sind: Als Top-News des Tages müssen wir uns heute den Zahlen für Amazon widmen, die für Sie eine sehr gute Nachricht bereithalten, wenn Sie noch nicht investiert sind. Als Anlagetrend im Fokus gucken wir uns mal den 3D-Druckersektor an, weil da macht Protolabs auf einmal mit Momentum Avancen auf sich aufmerksam. Und zu guter Letzt kommt die Aktie des Tages. Hier haben wir im Big Picture eine sehr interessante Konstellation bei einer deutschen Aktie. Kommen wir nun zur Top News. Amazon hat gestern nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die eigentlich am oberen Ende der eigenen Planungen ausgefallen sind. Jeff Bezos hatte gesagt, wir machen im zweiten Quartal bis zu 450 Millionen US-Dollar Verlust. Er hat geliefert 150 Millionen US-Dollar. Ich saß gestern vor dem Nachrichtenticker, habe gedacht, okay, gute Zahlen. Die Kurse müssten steigen, weil er hat hier am oberen Ende seine eigenen Planungen geliefert. Aber die Börse zeigt sich brutal enttäuscht. Analysten hatten höhere Ergebnisse erwartet. Aber schauen wir uns mal an, was sich hier gerade tut und wie die heutigen Zahlen einzuschätzen sind. Ich habe auf meinem Trading Desk was vorbereitet. Amazon. Die trockenen Zahlen können wir kurz machen. Die Umsätze sind um 23% gestiegen auf 19,34 Milliarden Dollar und ein Nettoverlust ist angefallen in Höhe von 126 Milliarden Dollar. Er lag damit am oberen Ende der eigenen Planungen. Amazon investiert gerade sehr stark in Services, die die Nutzer auf lange Sicht an Amazon binden wollen. Und ich möchte Ihnen heute erklären, warum. Amazon hat festgestellt, dass man mit Prime-Nutzern, die dort das Prime-Abo haben, um zum Beispiel Filme anzugucken, dass die auch verstärkt über den eigenen Online-Shop bestellen. Das heißt, Amazon kann kalkulieren. Wenn jemand Prime-Kunde ist, dann ist er auch ein treuer Kunde auf sehr, sehr lange Zeit. Und wir haben den quasi für andere Online-Shops aus dem Markt genommen. Ich zeige Ihnen mal die Statistiken mit einer Schätzung der Deutschen Bank zum Kundenwachstum. Hier sehen Sie eine Schätzung der Deutschen Bank, wie sich die Nutzerzahlen entwickeln werden. Dort unten in dunkelblau sind die Prime-Nutzer. Das heißt, Amazon legt seit Jahren einen sehr hohen Wert auf das Kundenwachstum und steckt jetzt alles Geld da rein, um dieses Kundenwachstum weiter voranzutreiben. Das ist genau die richtige Strategie. Das ist genau die richtige Strategie, weil jede neue Million von Nutzern, die Prime nutzen, sind für Amazon Stammkunden, die der Firma erhalten bleiben. Aber die Börse schaut jetzt auf den kurzfristigen Verlust, weil sie offenbar gerade bereit ist, diese Zukunftsaussicht nicht zu honorieren. Oder, das ist die andere Variante, die Börse blickt das nicht. Was blickt die Börse nicht? Was die Börse relativ gut verstanden hat, ist die Wachstumsstrategie bei den Kundenzahlen. Was die Börse aus meiner Sicht aber aktuell nicht verstanden hat, ist, dass Amazon mit seinen im Jahr 2014 dann 250 Millionen Kunden den Markt für Mobile Payment aufrollen kann. Amazon hat in dieser Woche ja schon die ersten Schritte getätigt und hat die im Google Play Store am Amazon Wallet online gestellt. Das ist der erste Schritt hin zu einer App, die Amazon Prime Kunden oder auch normale Amazon Kunden auf ihren Smartphones mit sich tragen und damit werden sie im Einzelhandel und in Restaurants bezahlen können. Und ich habe ja schon immer das Beispiel genannt, Visa, eine der profitabelsten Firmen der Welt, Nettogewinnmargen von 44%. Payment-Dienstleistungen sind eines der profitabelsten Geschäftsmodelle,
das es überhaupt gibt. Und Amazon hat hier die Möglichkeit, nächstes Jahr einen neuen Standard zu setzen, weil kein anderes Unternehmen der Welt hat 250 Millionen, das ist die Prognose für Ende dieses Jahres, Kundendaten, die aktive Zahlungsmittel hinterlegt haben. Ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil. Darum, wie schätze ich die heutigen Zahlen ein? Für mich selber, ich habe es ja eingangs gesagt, hätte ich in diesem Sommer eigentlich auch am 5-Sterne-Hotelpool verbringen können und hätte mehr Geld auf dem Konto. Mein Amazon Trade sah so aus, ich bin rein bei der Firefly-Präsentation, das war dann hier, habe mich auch gefreut, war schön im Plus und dann heute das. Ich bin Trader, ich bin kein Hasardeur, ich werde jetzt demnächst irgendwann rausgehen müssen hier, wenn heute nicht eine starke Stabilisierung eintritt. Das heißt, für mich ist die Geschichte jetzt als Trader nicht gut gelaufen. Für Sie als Investor, Sie können eigentlich heute den heutigen Tag im Kalender anstreichen, Sie können Freudensprünge vollbringen, denn jetzt besteht die Chance. Und Sie als potenzieller Amazon-Investor sollten das wirklich so betrachten. Wenn die Börse jetzt die kurzfristig höheren Verluste weiter in den Vordergrund stellt und nicht an die langfristige Wachstumsstrategie glaubt, dann könnte man einen genialen Einstieg bei Amazon bekommen, wie in den letzten 5 Jahren. Ich sag mal vom Chance-Risiko-Verhältnis, was den Börsenwert und was die Wachstumsaussichten betrifft. Darum, wenn Sie nicht drin sind, dann hoffen Sie, dass es noch ein bisschen nach unten geht unter die letzten Tiefs. Und dann bin ich immer noch fest davon überzeugt, kann man Amazon aufsammeln und die nächsten 10 Jahre halten, im Depot belassen. Das war's zu Amazon. Machen wir nun weiter mit dem Anlagetrend im Fokus. Ja, es gibt einen zweiten Grund, warum ich diesen Sommer am 5-Sterne-Hotelpool hätte verbringen können und ich hätte genau gleich viel Geld auf dem Konto wie Anfang Juli. 3D Systems. Meine Trading-Geschichte kennen Sie auch schon, habe ich ja erzählt. 50 Euro 70 rein, 58 Euro dann zugekauft. Die Aktie war bei 68 und dann wurde ich die Woche abgeholt wieder bei 53,40 $. Arbeit für nichts. 4 Wochen Buchgewinne sind dahin. Im 3D-Druckersektor gibt es aber eine Aktie, die macht gerade auf sich aufmerksam. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Tretesys, eine sehr bemitleidenswerte Performance. Macht keinen Spaß und wenn auch nicht drin ist, muss jetzt vermutlich auch nicht reingehen. Den Stress vor den Zahlen würde ich mir hier nicht geben. Ich habe noch eine letzte kleine Anlageposition, die ist mit Stoppkurs auf SK-Basis unter 50 Dollar abgesichert. Das ist das Capital Pivotal Price Niveau. Ich bin gespannt, was hier passiert. Aber eine andere Aktie im Sektor, die sieht viel bullischer aus als die ganzen klassischen 3D-Drucker-Aktien. Protolabs. Protolabs hat ein sehr interessantes Geschäftsmodell und das wollen wir uns mal in aller Schnelle anschauen. Wenn Firmen irgendein Teil benötigen, das sie in Einzel- oder in geringen Stückzahlen produzieren müssen, dann schicken sie ihre Computerdatei zu Protolabs und Protolabs produziert dann das gewünschte Werkstück. Das hat den Vorteil. Die Firmen müssen nicht selber die 3D-Drucker oder CNC-Maschinen bei sich irgendwo stehen haben, sondern die schicken einfach ihre Computerdatei zu Protolabs und Protolabs übernimmt die Produktion mit dem modernsten Stand der Technik. Protolabs hat lange Zeit nur mit CNC-Maschinen gearbeitet und nach anderen Fertigungsverfahren, hat jetzt aber auch Anfang des Jahres die 3D-Druckertechnik mit aufgenommen. Und der CEO, der macht das schlau. Er kauft die 3D-Drucker bei dem Hersteller ein, egal ob Stratasys, egal ob 3D Systems, egal ob X1, er kauft die 3D-Drucker, die gerade am besten sind. Und dann bietet er seinen Kunden einfach die Produktionsleistung an. Und das Geschäft boomt. Es floriert regelrecht. Die letzten Zahlen haben eine Wachstumsbeschleunigung gezeigt. Und zwar haben wir ein
Netto-Gewinnwachstum von 33% gesehen. Und hier sieht man sofort, Protolabs macht Gewinne, während andere Firmen aus dem Sektor damit ja noch Schwierigkeiten haben. Also, was halten wir fest? Im 3D-Druckersektor tut sich gerade eine neue Leader-Aktie auf. Aus Sicht von Wachstum, Gewinnstärke und Trenddynamik ist Protolabs der neue Leader im 3D-Druckersektor. Bitte auf die Watchlist nehmen. Kommen wir nun zur Aktie des Tages. Die Aktie des Tages wird wie immer präsentiert von der Aktionärsbank. Eröffnen Sie dort bitte ein Konto, weil die Aktionärsbank sponsert diese Sendung. Aber es gibt noch ein gutes Argument. Die Ordergebühren sind mit 2,95 Euro unschlagbar günstig. 2,95 Euro flat je Trade. Wo bekommen Sie das? Nirgendwo. Also Aktionärsbank gehen, Konto aufmachen. Als Aktie des Tages haben wir uns heute Morphosis rausgesucht. Schauen wir uns mal an, warum. Morphosis plus 4% heute nach einem Buy-Rating von Merrill Lynch. Merrill Lynch Buy-Ratings kann man eigentlich fast immer kaufen zum ersten Kurs. Goldman Sachs Buy-Ratings würde ich erstmal das Gegenteil machen. Wirklich, ist so. Ich vermute, es liegt daran, dass wenn Goldman Sachs ein Buy-Rating, wenn es über die DPA kommt, dass das irgendwelche Großkunden vermutlich schon einige Tage früher haben. Aber Merrill Lynch, da machen wir sehr gute Erfahrungen damit und da gehen wir auch immer im Trading Room darauf ein. Buy-Ratings von Merrill kann man zum ersten Kurs eigentlich meistens mitgehen, wenn sie bedeutsam sind. Ja, und ein solches Buy-Rating kam heute zu Morphosis und jetzt gucken wir uns mal die langfristige Zeitebene an. Die Aktie hat jetzt ein Jahr lang nicht wirklich viel gemacht. Und hier steht jetzt der Big Picture Breakout bevor. Dieser große Breakout aus dieser sehr langen übergeordneten Konsolidierung. Was ist das Tolle an Morphosis? Öffnen wir mal einen Research-Artikel, den wir heute im Trading Room hatten. Oder den hatten wir im Trader Think Tank. Es gibt vier Gründe. Der erste Grund ist, und das ist der wichtigste, Morphosis hat sehr viele Wirkstoffe in der Pipeline, die, wenn die Medikamenteneinführung klappt, extrem hohes Umsatzpotenzial haben. In der Platebörse, die mit dem CEO gesprochen haben, war eine interessante Schätzung zu zwei Wirkstoffen. Und zwar wird das Umsatzpotenzial auf 3,2 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Und durch die ganzen Kooperationen mit Pharmaunternehmen, mit Forschungsinstituten hat Morphosis wirklich eine extrem starke Pipeline und die wird mit der eigenen Antikörperbibliothek ständig neu ausgebaut. Wir können also folgende Kalkulation aufstellen. Im Jahr 2025 wird Morphosis mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Pharmakonzern mit vielen eigenen Medikamenten sein und einem Umsatz vermutlich weit über ein paar Milliarden Euro. Der Börsenwert dürfte dann jenseits der 10 Milliarden Euro sein. Das ist die ganz große Big Picture Perspektive für Morphosis, die wir schätzen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ein, in den nächsten 5 bis 10 Jahren eintreten wird. Und darum ist Morphosis bei uns ein Conviction Buy aus langfristiger Sicht. Und nun hat sich die Technik deutlich aufgehellt. Werde ich den Break mitgehen nach oben? Nein, ich werde ihn nicht mitgehen. Dafür lief mein Juli zu bescheiden. Ich bin gerade etwas vorsichtig mit solchen prozyklischen Ausbrüchen. Aber vielleicht können Sie das besser machen. Ich hoffe, Sie haben diese Inspiration mitgenommen. Und dann würde ich auch schon sagen, danke, dass Sie trotz der bescheidenen Börsen diese Sendung heute angeschaut haben. Und nächste Woche geht's weiter.